Nach einer wahren Begebenheit aus dem Buch Der Blitz hat eingeschlagen von Frau Dr. Gloria Polo Oritz. Teil 13. Das Buch des Lebens. Und nach dieser Analyse meines Lebens, nach den Bestimmungen der 10 Gebote Gottes, wurde mir der Einblick in mein Buch des Lebens gewährt. Es war ein wundervoller Augenblick. Mir fehlen einfach die Worte, um dieses Buch des Lebens angemessen beschreiben zu können. Es begann mit meiner Empfängnis. Sobald die Zellen meiner Eltern zusammengekommen waren, gab es einen Funken. Eine kleine, wunderschöne Lichtexplosion und es bildete sich daraus eine Seele, meine eigene Seele. Ganz behütet in den Händen Gottvaters. Und ich sah so einen liebevollen und zärtlichen Papa in Gott, dem Vater. 24 Stunden am Tag war er mit mir. Er führte mich an seiner Hand, beschützte mich, war immer um mich besorgt und hinter mir her. Er ließ mich nicht aus seinen Augen und nie allein. Und alles, was mir im ersten Augenblick wie eine Strafe oder ein großes Missgeschick vorkam, war nichts anderes als ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Besorgnis um mich. Denn er blickte nicht auf mein Äußeres und schaute nicht auf meinen wohlgeformten Körper. Nein, er schaute in mein Innerstes. Er erforschte meine Seele und sah dabei, wie ich langsam, aber sicher von seinem Weg abkam und wie ich seine Rettung und Erlösung ausschlug. Und so erlebte ich viele Situationen meines verflossenen Lebens bei der Schau in mein Buch des Lebens in ihrem Zusammenhang und sah die jeweiligen Folgen meines Handelns und der Entscheidungen meines freien Willens. Zum besseren Verständnis will ich Ihnen ein Beispiel dafür erzählen, das aufzeigt, wie wunderschön so ein Buch des Lebens ist. Ich war in meinem Leben sehr falsch und heuchlerisch. So sagte ich oft zu meinen Bekannten oder auch Freundinnen mit schmeichelnder Stimme: Ui, schau mal an, wie wunderschön kommst du heute daher. Dein Kleid ist einfach so prächtig und es steht dir so gut. Wie hübsch schaust du darin nur aus. Aber im Buch des Lebens sieht man ja auch, was man dabei denkt und was im Innersten abläuft. Und da nahm ich wahr, dass ich dabei in meinem Herzen zu mir sagte: Pfui, was für ein grausliches Aussehen, und dabei glaubt sie ja auch noch, sie wäre eine Schönheitskönigin. Sehen Sie, das waren dabei meine Gedanken in meinem geheimen Inneren. In diesem Buch des Lebens sieht und hört man, wie in einem Film diese Geschehnisse, und so sah und hörte ich auch alles genauso, wie ich es damals in meinem Leben auch hörbar gesagt hatte, mit dem einzigen Unterschied, dass ich auch meine Gedanken sehen und vernehmen konnte. Es war eine Zweikanal-Tonverfilmung in verschiedenen Sprachen oder wie ein Film mit Untertiteln. Ein Tonkanal brachte genau das, was ich mit meiner Zunge und mit Scheinheiligkeit von mir gab. Und der andere Tonkanal ließ mich meine Gedanken, die ich gleichzeitig hatte, hören und lesen. Und ich konnte den Zustand meiner Seele, mein Inneres dabei, auch sehen. Sie würden selbst an ein technisches Wunderding denken, wenn Sie so etwas über Ihre Aussprüche oder über Situationen Ihres eigenen Lebens miterleben würden. Es ist einfach überwältigend. Und so sah ich die innere Wirklichkeit meines Lebens. Alle meine Lügereien lagen ganz offen da. Sie brodelten wie in einem Kochtopf ohne Deckel. Sie waren nackt und ohne Beschönigung, wahrnehmbar für jeden. Die ganze Welt konnte sie sehen. Sie waren quicklebendig und deckten ihre eigenen Schandtaten auf. Meine Mutter, wie oft habe ich sie übers Ohr gehauen und bin sie ganz gemein hintergangen. Oft erlaubte sie mir nämlich zu Recht nicht, auszugehen und mich mit meinen schlechten Freunden zu treffen.
aber mit der Bemerkung: Mami, ich habe jetzt noch eine Gruppenarbeit in der Schulbibliothek, war ich flugs auch schon weg. Und meine Mutter hat die Kröte geschluckt und mir die schnelle Lüge abgenommen. Wie oft habe ich mir mit solchen Lügen selbst die Zeit gestohlen, bin um die Häuser gezogen, habe mir pornografische Filme angesehen oder bin in eine Bar gegangen, um mit meinen Freundinnen Bier zu saufen. Und nun sah auch meine Mutter dies alles in meinem für alle offen daliegenden Buch des Lebens. Es ist ihr nichts entgangen. Noch ein weiteres Beispiel dafür, was ich in diesem Buch des Lebens gesehen habe. Meine Eltern gaben mir immer Bananen als Essen für die Mittagspause in meine Schule mit. In jener Zeit lebten wir ja in sehr ärmlichen Verhältnissen, sodass mein Pausenpaket meist eben nur aus Bananen, hin und wieder einem Brötchen und Milch zusammengesetzt war. Ich aß oft schon auf dem Schulweg meine Bananen und warf die Bananenschalen einfach überall, ohne weiter nachzudenken, weg, egal wo ich gerade ging. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, was durch so eine glitschige, unachtsam weggeworfene Bananenschale alles passieren kann, welchen Schaden so etwas einem anderen Menschen zufügen kann. Und es lagen die von mir weggeworfenen Bananenschalen also einfach so herum. Das Überraschende und Eindrucksvollste war, wie der Herrgott mir zeigte, was einige, natürlich nicht alle, dieser herumliegenden Schalen ausgelöst haben. Ich sah die Personen, die durch diese Bananenschalen zu Sturz kamen, und in einigen Fällen hätten diese Stürze durch den starken Verkehr sogar tödlich ausgehen können. Und ich wäre dadurch noch schuldig geworden, hätte ein Menschenleben ausgelöscht. Alles nur aus Gedankenlosigkeit, fehlendem Verantwortungsgefühl und fehlender Barmherzigkeit meinen Mitmenschen gegenüber. So war es auch in einem anderen Fall, bei dem eine Frau an der Kasse des Supermarktes mir durch ein Irrtum von ihr selbst um ganze 4.500 Pesos zu viel herausgegeben hat. Und in diesem Zusammenhang ging ich dann auch eines der wenigen Male zur Beichte, wo ich wirklich eine aufrichtige, tiefe Reue und großen Schmerz über mein sündiges Verhalten empfand. Mein Vater hat uns Kindern immer dazu ermahnt, in unserem Leben ehrenwert zu sein und trotz der Armut die Ehre einer Person als hohes Gut zu betrachten, vor allem auch die eigene. Wir sollten uns nie am Geld eines anderen vergreifen, auch dann nicht, wenn es sich nur um wenige Cents handelte. Als also dieser Vorfall mit dem Wechselgeld passierte, bemerkte ich den Irrtum erst im Auto, als ich schon wieder auf dem Rückweg in meine Ordination war. Ich sagte zu mir selbst: Ha! Diese blöde alte Kuh, dieses dumme Viech! Hat sie mir nicht um 4.500 Pesos zu viel herausgegeben? Und mich trifft es nun wieder, zu ihr zurückzufahren, um ihr das Geld zurückzugeben. Ich war schon wieder auf dem Weg zum Supermarkt, als ich in einen riesen Verkehrsstau geraten bin. Im Autoradio vernahm ich, dass rundherum alles mit im Stau stehenden Autos verstopft war. Und wieder dachte ich laut und sagte zu mir selbst: Das ist ja die Höhe. Jetzt soll ich auch noch Stunden meiner kostbaren Zeit verlieren, nur weil diese dumme Kuh zu blöd war, richtig zu rechnen? Es hat ihr ja jetzt niemand befohlen, so saudumm zu sein und sich zu verrechnen. Ich fahre jetzt einfach heim und werde ihr unter diesen Umständen das Geld gar nicht mehr zurückbringen. Nein, auf keinen Fall. Sie alleine ist ja schuld daran. Aber es blieben mir trotz meiner Ausreden Gewissensbisse über diesen Vorfall mit dem Wechselgeld. Und weil mein Papa eben das Fundament der Ehrenhaftigkeit so oft und so deutlich betont und damit auch in meinem Charakter verfestigt hatte, ging ich also am darauffolgenden Sonntag zur Heiligen Beichte und sagte zum Priester, der im Beichtstuhl saß: Hochwürdiger Pater, ich habe gesündigt, weil ich mir 4.500 Pesos angeeignet habe, da ich diesen Betrag einer Frau, der das Geld eigentlich gehörte, nicht mehr zurückgegeben habe.
Ich habe dann gar nicht mehr Acht gegeben, was mir der Beichtvater dazu gesagt oder mich darüber belehrt hat. Und als ich diese Szene im Buch des Lebens sah, müssen Sie wissen, dass der Böse, der Teufel, mir wirklich diese Sünde nicht mehr ankreiden und mich nicht als Diebin hinstellen konnte. Denn ich hatte sie ja gebeichtet. Aber ich werde Ihnen jetzt erzählen, was der Herrgott darüber zu mir sagte. Diese fehlende Nächstenliebe, die du hier an den Tag gelegt hast, als du keine Wiedergutmachung deiner Sünde geleistet hast, ist auch nicht in Ordnung. Die 4.500 Pesos waren für dich zwar eine Kleinigkeit, denn du hast solche Beträge täglich beim Fenster hinausgeworfen für Blödsinniges, das du unbedingt haben wolltest. Aber für diese arme Frau mit Mindestlohn, die halbtags noch arbeiten und ihre Kinder allein zurücklassen musste, um überhaupt über die Runden zu kommen, für sie waren diese 4.500 Pesos der Lebensunterhalt für ganze 3 Tage. Ihr Kapital für das Essen und Trinken der ganzen Familie für diese 3 Tage. Und wissen Sie, was das Schlimmste und am meisten Beeindruckende dabei war, wie mich der Herr diese Szene sehen ließ? Ich konnte nämlich mit meinen eigenen Augen sehen, wie diese Frau mit ihren Kindern wirklich darunter zu leiden hatte und wie diese Familie einige Tage echten Hunger zu ertragen hatte. Alles nur durch meine Schuld, Folgen meiner Sünde. Diese Frau erduldete dies alles mit ihren kleinen Kindern und musste zusätzlich noch Angst haben, ihre Arbeitsstelle an der Supermarktgasse zu verlieren. Denn so weist unser Herrgott im Buch des Lebens auf unser Verhalten hin. Er zeigt uns, wann wir etwas getan haben, wer unter dieser unserer Tat zu leiden hatte, wer die Folgen zu tragen hatte, zu welchen Taten der in Mitleidenschaft gezogene Menschen dadurch angestiftet wurde und wie derjenige sich danach verhalten oder was er dann getan hat. Die Abschlussfrage. Abschließend fragte mich der Herrgott: Welche spirituellen Schätze bringst du mir mit? Ich denke mir noch, was meint er wohl mit spirituellen Schätzen? Ich stand ja mit leeren Händen vor ihm, meine Hände waren ja ohne irgendetwas. Sie hingen einfach an meiner Schulter herunter, ohne etwas zu halten oder zu tun. Und in diesem Moment hörte ich, wie er zu mir spricht. Was nützt es dir nun, dass du 2 Eigentumswohnungen hattest, dass einige Häuser dein Eigentum waren, dass du sogar mehrere Ordinationen dein eigen nennen konntest? Was nützt es dir nun, dass du dich für eine hochgebildete Fachärztin für Zahnheilkunde gehalten hast, die sehr erfolgreich war? Konntest du auch nur ein Staubkorn eines Ziegels deiner Bauten hierher mitbringen? Hast du vielleicht deine prall gefüllte Geldbörse oder dein dickes Scheckheft dabei? Und als er mich dann noch fragte, was hast du mit den Talenten angestellt, die ich dir gegeben hatte, dachte ich mir, was meint er wohl für Talente? Was will er mir damit sagen? Und auf einmal nahm ich es wahr. Es wurde mir bewusst, ja, ich hatte einen Auftrag bekommen, den Auftrag, das Reich der Liebe, das Reich Gottes zu verteidigen und zu vergrößern. Ich hatte einfach ganz vergessen, dass ich auch eine Seele besaß, und noch viel weniger erinnerte ich mich, dass ich auch Talente bekommen hatte. Und schon gar nicht war mir bewusst, dass eines dieser Talente die Fähigkeit war, dass ich das Werkzeug der göttlichen Barmherzigkeit sein sollte, dass ich als seine barmherzige Hand fungieren sollte. Und so gab ich mir auch nicht Rechenschaft, dass alles Gute, das ich unterlassen habe und eben nicht getan habe, dem Herrgott große Schmerzen und viel Kummer bereitet hat. Er konfrontierte mich mit so vielen Unstimmigkeiten in meinem Leben.
Wie viel Gutes hättest du tun können mit dem vielen Geld, das du für deine Schönheitsmittel hinausgeworfen hast? Was nützen dir all deine Diäten, denen du verfallen warst, mit denen du deinen Körper gequält hast, durch die du dir Anorexie und Bulimie zugezogen hast? Du hast aus dir selbst und aus deinem Körper einen Götzen, ein goldenes Kalb gemacht. Wozu dient dir dies alles jetzt und hier? Du hast viel hergeschenkt, das ist wahr, aber du hast es getan, damit man dir dankt, damit man von dir sagt, wie gut du bist. Alle hast du mit deinem vielen Geld manipuliert, damit sie dir dafür andere Gefälligkeiten erweisen. Sage mir, was bringst du jetzt für die Ewigkeit mit? Als ich dich zuletzt mit deinem finanziellen Ruin heimsuchte, war das keine Strafe, wie du gedacht hast. Nein, es war ein Segen. Dieser Ruin sollte dich von deinem eigenen Götzen, deinem goldenen Kalb, befreien, dem du gedient hast. Der Ruin sollte dich zu mir zurückrufen. Aber du hast rebelliert. Du hast dich gewehrt und wolltest dein gehobenes soziales Niveau nicht verlassen und herabsteigen. Du hast geflucht, geschimpft und getobt. Du, die Sklavin deines Geldes, Sklavin des Mammons. Du hast geglaubt, dass du alles vermagst, dass du alles Kraft eigener Anstrengungen, Fleiß und Einsatz selber getan hast, dass du alles besser konntest als andere, aber nein. Schau nur, wie viele Gebildete und Akademiker es gibt, die genauso gearbeitet haben wie du, ja sogar noch besser und fleißiger. Trotzdem haben sie nicht dasselbe erreicht wie du. Dir ist viel gegeben worden und deswegen wird jetzt auch viel von dir verlangt. Sie müssen wissen, dass ich für jedes Reiskorn, das ich verschwendet habe, Gott Rechenschaft geben musste. Für alles Essen, das ich in den Abfall geworfen habe. Im Buch des Lebens sah ich auch, wie ich als Kind einmal heimlich die Bohnen weggeworfen habe, die es zu Mittag gab, weil ich sie nicht mochte. Damals waren wir sehr arm. Als meine Mutter meinen leeren Teller sah, dachte sie, ich hätte so schnell gegessen, weil ich so hungrig war. Sie verzichtete auf ihre eigene Portion, blieb selber ohne Essen und gab mir noch eine Portion, da sie dachte, ich sei so hungrig gewesen. Oft blieb sie ohne Essen, weil sie auch jedem Armen gab, der an die Tür klopfte. Aber man hat es ihr nie angemerkt. Nie trug sie ein bitteres Gesicht zur Schau. Im Gegenteil, sie hatte immer ein Lächeln. Der Herr zeigte mir, wie ich später, als ich schon viel Geld hatte, viele Partys gab, Leute einlud und es immer ein reiches Buffet gab und wie danach mehr als die Hälfte in den Abfall geworfen wurde und rings um mich gab es so viel Armut und Hunger. Mein Gewissen wurde davon überhaupt nicht wachgerüttelt. Der Herr sagte dazu und schrie fast dabei: Ich hatte Hunger! Der Herr ließ mich seinen Schmerz erkennen wegen der Not seiner Kinder und der Gleichgültigkeit derer, die helfen könnten und es nicht tun. Er fuhr fort, mir zu zeigen, wie viele Sachen es bei mir zu Hause so gab. Feine Sachen, alles teure Markenware, beste Kleidung, elegante Wäsche, alles vom Feinsten. Und der Herr sagte mir: Ich war nackt in deinem Nächsten und du hattest die Schränke voll und hast im Überfluss gelebt. Du hast so viele Sachen gehabt und vieles gar nicht benutzt. Immer wenn ich sah, dass Bekannte dies oder jenes hatten, was ich noch nicht hatte, oder das besser war als das, was ich selber besaß, war ich eifersüchtig und kaufte mir etwas noch Besseres. Ich wollte immer das Beste vor allen anderen haben, denn ich war neidisch. Der Vergleich, das über den Zaun schauen in Nachbars Garten, verführt uns zum Neid.
Aber es ist auch Sünde, wenn man bewusst den Neid des Mitmenschen verursacht oder sich besonders freut, wenn man bemerkt, dass auf uns durch unser Verhalten jemand neidisch geworden ist. Der Herr sagte mir: Du warst stolz. Immer hast du dich mit anderen verglichen, die in einer besseren Stellung lebten als du, reiche Leute. Denn auf die, die in einem niedrigeren sozialen Niveau lebten, um die hast du dich nicht gekümmert. Als du noch arm warst, bist du den guten Weg gegangen, denn da hast du vom Herzen gegeben, sogar Dinge, die dir dann selber abgingen. Der Herr zeigte mir, dass ihm das gefallen habe. Es war damals, als ich meine neu gekauften Tennisschuhe einem Jungen auf der Straße schenkte, weil dieser keine Schuhe anhatte. Aber meinem Vater war es sehr schwer gefallen, mir diese Schuhe zu kaufen, und es setzte ein ordentliches Donnerwetter ab. Er war überaus wütend. Wir hatten kaum genug für den Lebensunterhalt, und ich ging her und schenkte meine neuen Schuhe her. Begreiflich. Aber von der Sicht des Herrn aus war es in Ordnung. Obwohl wir eine sehr schwierige Familie waren, hat Gott damals doch sehr viel Segen über unsere Familie ausgegossen, und der Herr zeigte mir, wie viele Gnaden er für mich bereit gehabt hätte, wenn ich nicht seinen Weg verlassen hätte. Wie vielen Menschen ich hätte helfen können. Er sagte: Ich hätte dich erleuchtet und dir gezeigt, wie du ihnen hättest helfen können. Das Übel hätte sie nicht so getroffen, dass wieder so viel andere bösartige Folgen nach sich zog. Gott nimmt uns sehr ernst. Weiter zeigte er mir: Oder schau, dieser junge Mensch hätte nicht Selbstmord begangen, wenn du für ihn gebetet hättest. Und jene Person wäre nicht aus Verlassenheit gestorben, wenn du für sie gebetet hättest. Es hätte sich ein Weg aufgetan für sie. Aber ich habe nie zugelassen, dass der Heilige Geist mich berührt. Ich habe mich nie ergreifen und rühren lassen von der Not anderer. Ich hatte ein versteinertes Herz. Ich konnte und wollte mein Herz den Gnadenströmen des Herrn nicht öffnen. Dies ist ein sehr wichtiger erster Schritt, wenn man ins Vaterhaus zurückkehren will. Das Herz erweichen, das Herz öffnen für die Gnade, für den Herrn. Der Herr sagte zu mir: Schau das Leid meines Volkes. Schau, wie nötig du es hattest, dass deine Familie vom Krebs heimgesucht wurde, damit du Mitgefühl lernst. Du hast mit Gefangenen erst Mitleid gehabt, als dein eigener Mann verhaftet worden ist. Der Herr schreit es fast heraus: Du bist aus Stein, du bist unfähig zu lieben. Ende Teil 13. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn Ihnen dieses Audiobook gefallen hat, so opfern Sie Ihre Gebete für die Seelen im Fegfeuer auf, Ihre Verwandten, Familienangehörige, Freunde und Wohltäter. Wenn Ihnen der Kanal Menschenfischen wertvoll ist, so unterstützen Sie diesen. Alle dazu nötigen Informationen finden Sie in der Videobeschreibung. Vergelt's Gott und ein herzliches Dankeschön.